Liebe Freunde, der Qualitätsabbau in Deutschland geht weiter, diesmal im Auswärtigen Amt. Annalena Baerbock schafft jetzt die Tests für Allgemeinwissen ab und auch die psychologischen Eingangstests. Wir wissen, im diplomatischen Dienst herrschen konservative Töne vor. In den letzten Jahrzehnten war das so. Aber das ist den linksgrünen Ideologen und Zertrümmerern ein Dorn im Auge. Sie wollen also keine Politik mehr für Deutschland. Sie wollen vermutlich, jetzt hier, Baerbock will vermutlich also die Bewerberzahlen, die man aus denen dann, man dann auswählen kann, erhöhen. Dadurch erhöht sich natürlich die Chance, links-grüne Ideologen mit reinzubekommen und auch das Auswärtige Amt vollständig umzukrempeln, nämlich im Sinne der links-grünen Weltbeglückungsideologie, ne? Also keine deutschen Interessen mehr vertreten, keine Diplomaten mehr, die also verantwortungsbewusst agieren und die eben Deutschland in der Welt auch gut dastehen lassen, sondern eben Menschen, die enthusiastisch sind, hier die eine Welt zu vertreten, aber mit Deutschland sonst nichts am Hut haben, Multikulti natürlich voranzutreiben, dürfen wir nicht vergessen, ganz großes Mosaiksteinchen im Abbauplan der Linksgrünen. Ja, Annalena Baerbock, Allgemeinwissen will sie also nicht mehr testen, vielleicht will sie sich mit Leuten umgeben, die also ähnlich dumm sind wie sie selbst. Kann er durchaus dann auch so sein. Ist aber alles Spekulation, wissen wir nicht. Ich selbst weiß aus eigener Erfahrung, dass immer mehr junge Menschen, also dort vor Ort in den Ländern sind, die in den Botschaften arbeiten, die eben eher so, was weiß ich, sich für Dinge einsetzen, die imaginär die Welt verbessern sollen, als für deutsche Interessen. Als dazu stehen, Deutschland im bestmöglichsten Sinne zu verkörpern. Und ja, wir sehen hier das Voranschreiten der Erosion, eben leider jetzt auch auf dem Gebiet der Diplomatie. Was dann herauskommt, ist, dass Deutschland auch auf diesem Gebiet wohl bald eine Witzfigur sein wird. Und insofern, gute Nacht, Deutschland, wenn wir nicht diese Politik beenden, liebe Freunde. Und wir müssen diese Politik beenden. Helfen Sie uns dabei. Helfen Sie uns, die AfD, die einzige Alternative stark zu machen. Helfen Sie den Leuten auf der Straße, die demonstrieren, die sich das nicht länger gefallen lassen, dass unser Deutschland hier abgeschafft werden soll. Liebe Freunde, runter vom Sofa, raus auf die Straße und natürlich in die Wahlurnen.